Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterprüfung BQ im Fach NTG von 2013 und zwar aus dem Frühjahr. Gerechnet wird heute die Aufgabe 4. Bei der Aufgabe 4 wird ein Fahrzeug mit einer Masse von 1600 Kilogramm besprochen, welches mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde fährt. Auch hier machen wir uns wieder eine kleine Skizze, bevor wir uns mit der eigentlichen Fragestellung beschäftigen wollen. Ein Auto welches eine Masse von 1600 Kilogramm hat, fährt mit einer Geschwindigkeit von V gleich 110 Kilometer pro Stunde. Das ist der geschilderte Sachverhalt. Gesucht. Bestimme die kinetische Energie, also